Wien 1873. Höhepunkt der Gründerzeit. Auch Höhepunkt für den Textilfabrikanten Eduard Baumann in seinem Ringstraßenpalais. Der Kaiser hat ihn zum Baron ernannt. Seine Tochter Johanna ist jetzt eine Gräfin Artenberg. Der Schwiegersohn Franz ein Diplomat mit glänzenden Zukunftsaussichten. Bruder Karl, das Sorgenkind, hat Rosa von Stein geheiratet und arbeitet scheinbar erfolgreich im Bankhaus ihres Vaters. Sogar der alte General Graf Artenberg, der Onkel von Franz, ist im Palais erschienen, um dem neuen Baron zu gratulieren. Nur die Tante Durchlaucht ignoriert weiter die neureiche Verwandtschaft. Sie interessiert sich höchstens für die Beziehung zwischen Baumann und der jungen Sängerin Annie, die der frisch gebackene Baron beim rauschenden Fest in seinem Haus kennen und lieben gelernt hat. Er will an ihrer Seite sein Leben genießen und verschwindet, allen geschäftlichen Warnrufen Bosbyschils zum Trotz, mit ihr. Aus dem späten Glück reißt ihn Bosbyschils Hiobsbotschaft vom Schwarzen Freitag an der Wiener Börse. Der Börsenkrach lässt auch ein Spekulationsgeschäft platzen, das Karl mit General Artenberg gemeinsam durchführen wollte. Der General, der die unterschriebenen Wechsel nicht einlösen kann, begeht Selbstmord. Über Karl, der für die Spekulation fremdes Geld unterschlagen hat, tagt das Familiengericht. Es wird beschlossen, Karl ins Ausland zu schicken. Rosa soll sich von ihm scheiden lassen. Doch sie hält zu ihm. Sie sieht die wahren Schuldigen in Eduard Baumann und Moritz von Stein, die Karl stets herumgestoßen und seine künstlerischen Interessen nicht ernst genommen haben. Rosa wird bei Karl bleiben und ihm in die Verbannung folgen. An dem Unheil im Palais Baumann zerbricht schließlich auch die Beziehung zwischen Annie und Eduard Baumann, um den es zunehmend einsamer wird. Im Palais kündigt sich die Ablöse der Gründergeneration an. Das Altenberg meldet Herrn Generalmajor gehorsamst, Natura bestanden. Bestanden. Unfreundlich. Finden Sie nicht? Streng sachlich. Die Leute wollen schließlich was von uns, nicht wir von Ihnen. Ist auch wahr. Aber zeigen Sie das bitte dem Bosbyschil. Gewiss, Herr Lohr. Tja, ich brauche Sie halt nicht mehr. Herr Baron. Dr. Meyer. Ja. Wenn Sie beim Bosbyschil sind, schauen Sie bitte, ob er seine Pulver genommen hat. Die vergisst er nämlich gern. Ein tüchtiger junger Mann. Ja. Er hat sich schnell eingearbeitet. Na, wir haben ohnehin schon längst einen Juristen im Haus gebraucht. Nur der Bosbyschil mag ihn nicht. Ihm ist er zu tüchtig. Na, alles glatt gegangen? Hast du daran gezweifelt?
Wenn ich so eine Mädel lesen und schreiben beibringe? Ja, an übergroßer Bescheidenheit hast du nie gelitten. Ich hoffe nur, du hältst dich ein bisschen zurück. Was meinst du damit? Mit deinen Ansichten, mit denen du uns schon auf der Uni beglückt hast. Wir könnten hier im Haus Anstoß erregen. Keine Angst. Ich werde schon keine Bomben legen. Ein Anarchist war ich mit 18. Schließlich habe ich dir das Geschäft als Hauslehrer verschafft. Okay? Ich weiß. Ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Ich will dir keine Schande machen. Deine Karriere wird nicht gefährdet. Hat der Postbischil seine Pulver schon bekommen? Der Herr Postbischil hat seine Pulver bekommen. Und wenn ich sie ihm gebe, dann schluckt er sie auch. Ja, ja. Der Herr Postbischil, er will und will nicht in Pension gehen. Gratuliere. Danke. Jetzt aber zum Großpapa. Der weiß noch nichts davon. Ist der Einzige, der es mir überhaupt zugetraut hat. Kommen Sie mit, Doktor. Oh, Verzeihung. Na, Fragen brauche ich wohl nicht. Man sieht dir's an. Bestanden. Ja? Komm her. Ich freue mich. Ich gratuliere. Und wir bedanken uns. Das ist der Dr. End, ein angehender Advokat, der gibt der Toni Unterricht. Beinahe hätte ich gesagt Nachhilfestunden, aber sowas braucht meine Enkelin nicht. Na? Wie wär's wenigstens jetzt mit einer Kochschule? Contess Maturantin? Muss eine Juristin kochen können? Juristin? Du? Ich? Ja? Oder traust du mir es nicht zu, Onkel Nathan? Der Großpapa braucht dringend einen Advokaten im Geschäft. Falls das möglich ist bei einem Mädchen. Theoretisch nicht, aber praktisch geht ja alles. Lernen kann sie hier, die Prüfung macht sie eben im Ausland. Irgendeinen Advokatentrick finden wir schon. Da bin ich aber froh. Und jetzt darfst du gehen. Na schön. Männergespräche soll man nicht stören. Falls du meinen juristischen Rat brauchst, werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden. Jus will sie studieren. Total mir Schugge. Eine echte Bauma. Die gerät mir noch. Die schafft das. Aber leider kann ich nicht drauf warten. Ich bin 70 und habe keinen Sohn. Deshalb habe ich dich gebeten, nach Wien zu kommen. Ich denke in letzter Zeit oft an den Karl. An den Karl? Ihm willst du das Geschäft übergeben? Was damals auch passiert ist, er bleibt mein Bruder. Trotz allem. Er ist wesentlich jünger als ich und er hat einen Sohn. Der Bub ist ein perfekter Franzose geworden. Und du hast einen Schwiegersohn. Der Franz? Hm? Der ist damit beschäftigt, die letzte Balkankrise zu bereinigen und unser Bündnis mit dem Deutschen Reich zu festigen. Bitte. Und mein Enkel interessiert sich nicht für Textilien. Der wird nächstes Jahr zum Leutnant ausgemustert. Dragonerregiment Nummer 11. Vornehm, vornehm. Jeder Zoll ein Artenberg. Auch wenn er Eduard heißt, noch mir. Überhaupt. Lauter Artenberg. Ich glaube fast, die Toni ist wirklich die einzige Baumann. Ich kann nicht länger warten. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, ja. Das hast du schon immer geglaubt. Du musst alle Entscheidungen treffen für die ganze Familie. So ist schließlich das Baumann-Imperium entstanden. Bist du eigentlich glücklich? Glücklich? Ich weiß nicht. Es kommt darauf an, was man unter Glück versteht. Aber warum fragst du mich das? Ich bin nur so eingefallen, weil ich die Annie getroffen habe. Die Annie? Demoiselle Annette Berthet, ein großartiger Name für Paris. Sag nur nicht, dass du nicht weißt, dass sie mit dem Strauß in Paris aufgetreten ist. Bin natürlich hingegangen. Ein Bombenerfolg, sag ich. Ja, ja, ich weiß, ich habe es in der Zeitung gelesen.
Was? So. In der Zeitung. Naja, wenn du es unbedingt wissen willst, wir treffen einander von Zeit zu Zeit. Blendend schaut sie aus. Kein Mensch sieht ihr an, dass sie bald 40 wird. Aber mir sieht man an, dass ich bald 70 bin. Also mehr als 60 würde ich dir nicht geben. Oh, danke für das Kompliment. Ich bin vielleicht nicht glücklich, aber heute bin ich froh darüber, dass ich sie damals nicht geheiratet habe. Eine Frau, der man nicht ansieht, dass sie bald 40 ist. Dass ich mich damals nicht hab scheiden lassen. Das war das Gescheiteste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Was ist dem Papa schon übrig geblieben? Er hat die widerspenstige Tochter und den missratenen Schwiegersohn zum Onkel Nathan nach Paris schicken müssen. Den Karl, den würdest du heute nicht wiedererkennen. Beneidenswert, wenn ein Mensch mit seinem Schicksal so zufrieden ist. Ich wüsste nicht, was ich mir Besseres wünschen könnte. Ich möchte gar nicht mehr weg von Paris. Trotzdem ist es schön, wieder mal hier zu sein. Man fühlt sich bei euch gleich wie zu Hause. Das Bild ist neu. Die Toni. Von Angeli. Vor 20 Jahren, da hat er mich gemalt. Inzwischen ist er berühmt geworden. Hofmaler. Der? In Paris in der Botschaft. Da hängt ein Bild des Kaisers von ihm. Die Leute haben erzählt, in seinem Atelier hätte der Kaiser die Schratt kennengelernt. Alles steht noch an seinem alten Platz. Nichts hat sich verändert. Absolut nichts hat sich verändert. Bist du mit deinem Leben nicht zufrieden? Ich? Wie kommst du darauf? Warum sollte ich nicht zufrieden sein? Naja, weil... Weil es so komisch klingt, wie du das sagst. Das bildest du dir nur ein. Alles ist in bester Ordnung. Der Bub ist auf der Militärakademie, dort hat er seine Kameraden. Der Franz ist viel unterwegs und er wird sicher noch Minister. Die Toni hat die Matura bestanden. Dieser Dr. Ender, der sorgt schon dafür, dass sie die Universität auch noch schafft. Soweit ist alles wunderbar. Habt ihr finanzielle Sorgen? Ich bitte dich, Rosa. Die Firma Baumann und Company floriert. Mit seinen 70 scheffelt der Papa Geld wie eh und je. Für den Haushalt sorgt das Personal. Ich habe nichts weiter zu tun, als keinen bei seiner Tätigkeit zu stören. Nathan Mendel ist ein Privatmann. Gerade an privaten Informationen ist der Kronprinz sehr interessiert. Was von den offiziellen Berichten zu halten ist, der zu sehen bekommt, das weißt du selbst am besten. Also ich wüsste nicht, was der Mendel erzählen könnte. Der alte Nathan ist ein sehr bedeutender Mann in Paris. Er hat überall seine Verbindungen. In der Presse, in der Politik, in der Hochfinanz. Rudolf braucht Kontakte. Kontakte? Er ist erst 31. Kann die Kronprinzenpartei nicht ein bisschen warten? Kronprinzenpartei, als ob sowas gäbe. Ein paar Vertraute. Mhm. Wie dich. Ja, wie mich. Du selbst, Franz, du warst doch vor 2-3 Jahren auch noch einer dieser Vertrauten. Mhm. Damals habe ich noch an ihn geglaubt. Inzwischen bin ich, sagen wir, ein bisschen unsicher geworden. Er wird systematisch von allen Entscheidungen ferngehalten. Der alte Herr behandelt ihn wie einen Rekruten. Jeder seiner Schritte wird bespitzelt. Ob das nicht alles ein bisschen mit seinen Affären zusammenhängt, mein Lieber? Vielleicht wird er auch deshalb nicht mehr so ganz ernst genommen. Ein paar Weibergeschichten, na schön und wenn schon.
Wundert dich das? Ich möchte nicht mit der Stefanie verheiratet sein. Und so einen Vater möchte ich auch nicht haben. Was der Kaiser entscheidet, das erfährt der Thronfolger hierzulande aus der Zeitung. Ja, und was der Thronfolger denkt, erfährt der Kaiser auch aus der Zeitung. Die von Rudolf lancierten Artikel im Tagblatt weichen sehr oft ganz beträchtlich von der offiziellen politischen Linie ab. Hältst du das für einen begrüßenswerten Zustand? Nein, eben nicht. Willst du auch eine? Danke, nein. Oh, Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass der Bernhard noch da ist. Ich wollte nicht stören. Du störst nie, meine Liebe. Natürlich störe ich. Das sieht man euch doch an. Gute Nacht. Hat sie was? Was soll sie schon haben? Also sprich weiter. Der Kronprinz ist also der Ansicht, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. Vor 20 Jahren, als du dich entschlossen hast, die Uniform mit dem Diplomatenfrack zu vertauschen, da hast du gesagt, keine Rache für Königgrätz, ein Bündnis mit den Preußen, erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Ich habe gesagt, wenn die Deutschen gegen die Franzosen Krieg führen, halten wir ihnen den Rücken gegen die Russen frei. Dafür halten sie uns auch den Rücken frei, auch gegen die Russen. Für unsere Balkanpolitik. Na? Ist meine Rechnung nicht aufgegangen? Ja, perfekt. Wir sind ein Anhängsel der deutschen Politik geworden und müssen nach Bismarcks Pfeife tanzen. Okay. Wird er doch jüngstens verlauten lassen, der eiserne Kanzler. Der ganze Balkan ist nämlich die Knochen eines einzigen bommerschen Grenadiers wert. Seit wann liest du solche Sachen? Was für Sachen? Guy de Maupassant, Bellamy. Das muss die Johanna da liegen lassen haben. Was ist damit? Sehr unanständig, mein Lieber. Sehr unanständig. Hat das die Rose aus Paris mitgebracht? Das weiß ich wirklich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Aber für deine Diplomatenpost interessierst du dich doch, oder? Dann weißt du doch ganz genau, dass die Spannung zwischen Paris und Berlin von Tag zu Tag wächst. Und wenn es einen neuen deutsch-französischen Krieg gibt, dann wird der Zar die Gelegenheit nutzen und wir stehen allein gegen die Russen da. So kann man die Lage auch sehen. Begreif das doch, Franz. Hier werden Entscheidungen über die Zukunft der Monarchie getroffen. Für Jahrzehnte. Und dann wird sie Rudolfs Monarchie sein. Du, das klingt aber verdammt nach Verschwörung. Und dazu soll das noch in diesem Haus stattfinden? Du hast doch selbst gesagt, dass der Kronprinz auf Schritt und Tritt bespitzelt wird. Er wird nicht selbst mit dem Mendel reden. Er schickt den Johann Salvator. Auch das noch? Du, wenn der Kaiser nur diesen Namen hört, da wird er bleich vor Wut. Ja, ja, er kann ganz schön toben, der gütige Monarch. Vor allem, wenn einer unbequeme Wahrheiten sagt wie der Salvator. Franz, du bist doch keiner von diesen servilen Hofschranzen. Du bist doch Diplomat. Du weißt doch ganz genau, dass alles das, was ich sag, Hand und Fuß hat. Franz, und vielleicht wirst du wirklich eines Tages Minister. Und Rudolf wird eines Tages Kaiser sein. Eines Tages, ja. Ob wir beide das erleben? Der Kaiser ist erst 58 Jahre alt, nur wenig älter als du. Er kommt uns nur deshalb so alt vor, weil er schon so lange regiert. Noch wach? Du hast dein Buch vergessen. Ah ja, den Montpassant. Bellamy. Der Bernhard sagt, das ist ein unanständiges Buch. Das haben die Franzosen so an sich. Sie nennen die Dinge beim Namen. Was ist das, Duffy?
Marie von Ebner-Eschenbach, den Namen kenne ich. Ihr Mann ist General. Ach, der bei den Pionieren, richtig. Sie ist, glaube ich, eine geborene Gräfin Dubski. Stell dir vor, es ist auch ein unanständiges Buch. Sie nennt die Dinge nämlich auch beim Namen, obwohl sie eine Gräfin ist. Also, wo du deine Bücher hernimmst? Das hat der Dr. Ender der Toni geborgt. Du solltest es auch lesen. Wie es einem Kind geht, das keine Eltern mehr hat. Wenn ich mehr Zeit hätte. Zeit sollte man haben, weniger Ärger. Was ist los? Hast du Streit mit dem Bernhard? Nein, nichts Wichtiges, nur beruflich. Zerbrich dir nicht den Kopf. Vielleicht will ich mir den Kopf zerbrechen. Hast du Sorgen? Sorgen? Sagen wir Probleme. Aber was soll ich dich mit der Politik langweilen? Sei froh, dass du dich nicht drum kümmern musst. Ja, ich muss noch einmal rüber. Also noch was zu erledigen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Schön, dass sie manchmal Zeit für eine alte Frau hat. Kommen Sie her, setzen Sie sich, erzählen Sie mir etwas. Der Ferdinand, der weiß nämlich gar nichts mehr. Er weiß gar nichts mehr. Gute Nacht wünschen. Nichts. Taub ist er außerdem. Er ist fast 80 durchlaufen. Was? Setz Sie sich, aber näher, damit ich Sie besser verstehe. Was hat sie gesagt? Der Ferdinand, habe ich gesagt, ist fast 80, Durchlauch. Senil ist er. Durchlauch, ich bin auch fast 80, bin nicht senil. Nimmt sie den Tee mit mir? Danke, ja, Durchlauch. Durchlauch wünschen Tee. Wann er will, hört er. Gut, schaut sie aus. Das Kleid. Zu meiner Zeit hat man sowas nicht getragen. Sehr fesch. Aus Paris. Paris. Da bin ich zum letzten Mal gewesen. Vor 50 Jahren. Erzähl Sie was. Ich habe den Nathan Mendel dort getroffen und den Baumann Karl. Sind das Leute, die ich kenne? Durchlaucht kennen Sie nicht. Aber Durchlaucht möchten ganz genau wissen, was mit Ihnen ist. So, glaubt sie das? Das weiß ich. Sie hat recht. Durchlaucht der Tee. Danke, Ferdinand, ist gut. Dann Durchlaucht wieder geschwindelt. Ferdinand, er ist unverschämt. Jawohl, Durchlaucht. Er ist nicht nur taub und senil, er ist auch unverschämt. Sehr wohl. Setz es. Sehr. Störe nicht. So. Na? Und Ihr Baumann, was macht der? Er macht sich Sorgen, was aus der Firma wird. Er ist jetzt 70, Durchlaucht. Er soll eine Aktiengesellschaft draus machen. Ich bin zwar aus einer Zeit übergeblieben, die es gar nicht mehr gibt, aber ich bin nicht blöd. Er hätte sie heiraten sollen. Wenn er das getan hätte, dann hätte er sich alles erspart. Dann hätte er jetzt Kinder. Das sagen Sie, Durchlaucht? Ja, das sage ich. Das war sein Fehler. Und nicht ein einziges Mal in all den Jahren hat er bei mir vorgesprochen. Er ist genau wie Sie, Durchlaucht. Er hat nie Kompromisse schließen wollen. Durchlaucht hätten ihn auch nicht vorgelassen. Da sieht sie, wie er hören kann. Natürlich hätten wir nicht vorgelassen, aber versuchen hätte es doch wenigstens müssen. Ach. Ich habe auch Fehler gemacht, meine Liebe. Ich weiß. Aber das merkt man immer erst nachher. Was meint der Ferdinand? Durch Schaden wird man klug. Danke für die Weisheit. Ich wäre lieber ohne Schaden klug geworden.
diese junge Baumann, die bekommt den Schmuck trotzdem nicht. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und das Mädel, die Antonie. Der Ferdinand behauptet, sie sieht mir ähnlich. Durchlaucht können Großzügigkeit beweisen, ohne sich etwas zu vergeben. Der Gescheitere gibt nach. Also lass er mich in Frieden mit seinen Sprichwörtern. Ich bin die Gescheitere und ich gebe nicht nach. Nie. Kredite in dieser Höhe sind nicht leicht zu bekommen. Und wir brauchen die Kredite, wenn wir die Fabriken in Bosnien bauen wollen. Das mit den Fabriken in Bosnien, das ist ja auch so eine Idee von Ihnen. Der Herr Baron bezahlt mich dafür, dass ich neue Ideen habe. In Bosnien gibt es noch billige Arbeitskräfte. Dort muss man sich nicht mit diesen Radikalen herumschlagen, die Leute aufhetzen. Bei uns hat es noch nie Schwierigkeiten gegeben. Wir zahlen ordentliche Löhne. Ich denke nicht nur an die Produktion, ich denke auch an den Absatz. Die Truppenkontingente der Armee werden demnächst erhöht. Das bedeutet mehr Uniformen. Und wenn wir in Bosnien billig produzieren können? Baumann und Company wird wohl noch für ein paar Millionen gut sein. Wenn ein Bankenkonsortium solche Kredite flüssig machen soll, dann wollen die Herren wissen, was aus dem Unternehmen wird. Aha. Womit wir wieder mal bei Ihrer Aktiengesellschaft wären. Kapitalerhöhung durch Aktienemission ist wesentlich problemloser als Kreditaufnahme. Ich habe mir erlaubt, einen Vorschlag auszuarbeiten. Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren Papieren. So viel verstehe ich auch noch vom Geschäft. Aktien. Seit dem großen Krach von 73 haben wir keine Aktien mehr angerührt. Haben Sie Ihre Pulver heute schon genommen? Und behandeln Sie mich nicht wie einen Schwachsinnigen. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Nein, die habe ich vergessen. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Wasser? Dort im Schrank steht eine Flasche, die geben Sie her. Wasser. Cognac ist aber nicht das Richtige für Ihre Pulver, Herr Pospischil. Aber nein. In der Medizin kennen Sie sich auch aus. Geben Sie schon her. Alles aus der Hand geben, was man ein Leben lang aufgebaut hat. Alles in fremde Hände geben. Nicht wissen, was daraus wird. Baumann und Company. Eine Aktiengesellschaft. Der Mensch ist Kakrovot. Kakrovot, die Frau Gräfin in den Salon, aber schnell. Geh zum Herrn Grafen hinauf, auch schnell, alles schnell. Und für mich einen Kaffee ganz schnell. Bitte, Herr Johann. Puh, heute kennen Sie es wieder alle miteinander. Der Postbeschil sitzt mit so einem Gesicht herum. Der Herr Graf hockt schon seit Stunden mit dem alten Mendel zusammen. Und wenn man reinkommt, schauen sie ihn an wie ein russischer Spion. Und der Meier, der stützt sich auf, als ob er der Chef wäre. Ja, das sind Sorgen, wenn man vor lauter Geld nicht weiß, was man mit Geld anfangen soll. Irgendwas geht vor, sag ich euch. In der Küche wird nicht geraucht. Die Frau Gräfin fährt mit der Comtesse ins Theater. Die Herren essen erst... Was ist denn Untertasse? Die Herren essen erst, wenn die Damen zurück sind. Es wird ein langer Abend werden. Wo ist denn überhaupt der Pischter? Der Vermüt, der ist auf sein Zimmer gegangen. Was? Warum geht er nicht in Pension? Wenn ich schon die ganze Arbeit machen muss, will ich auch erst der Kammerdiener werden. Der Mensch ist kein Krobot. Der lebt nicht für alle. Mit Paris können wir uns natürlich nicht vergleichen. Denn ich sie beneide, dass sie dort leben können. Aber dass sie ihren Mann so lange allein lassen? Also den Karl, den habe ich ja schon gekannt, als er noch Junggeselle war. Oh la la. Und was ich so von den Französinnen weiß... Er ist jetzt 55, der Karl. Und er ist gut zu mir und gut zu den Kindern. Und wenn einmal vielleicht... Naja, dann will ich es gar nicht wissen.
Typisch französisch. Ja, bitte. Der Kaffee. Sehen Sie, Baronin, es ist so schnell gegangen. Ein so großes Haus und alles klappt perfekt. Dann, Gräfin, Sie ahnen gar nicht, wie ich Sie beneide. So ein Leben müsste man führen. Hallo. Toni, mein Liebes, komm doch herein, lass dich ansehen. Mein Gott, bist du erwachsen geworden. Eine richtige junge Dame. Kommen Sie doch herein, Doktor. Ich suche das Buch. Ich wollte es ihm zurückgeben. Das liegt oben im Schlafzimmer. Es eilt nicht, Gräfin, wenn Sie es noch nicht ausgelesen haben. Das ist der Dr. Paul Ender, meine Liebe. Er hilft der Toni beim Studium. Baronin Rauchwart. Ja. Der Frau Baumann sind Sie ja bereits vorgestellt worden. Wenn ich eine Tochter hätte, die müsste auch unbedingt studieren. Wir Frauen sind doch so schrecklich ungebildet. Finden Sie nicht auch, Doktor? Was ist denn das für ein Buch? Von der Ebner Eschenbach. Das müssen Sie unbedingt auch lesen, Baronin. Der Doktor borgt es Ihnen gern. Selbstverständlich, Baronin. Nur, es ist kein sehr lustiges Buch. Und sowas lesen Sie, Gräfin? Ich finde, das Leben ist doch schon traurig genug. Meinen Sie, Baronin? Ich finde das Leben herrlich. So? Herrlich, dieses Leben? Na ja, in Paris. Trinken Sie einen Kaffee mit uns, Doktor. Tut mir leid, Gräfin, aber ich muss gleich gehen und ich möchte mit der Komtesse noch eine Lektion durchsprechen. Ah, das wollte ich Ihnen noch sagen, Doktor. Wir machen zu Silvester ein kleines Fest. Tänzer werden dringend benötigt. Wir rechnen mit Ihnen. Da muss ich mich leider entschuldigen, Gräfin. Ich bin am Jahresende nicht in Wien. Ich wollte auch unbedingt nach Gastein, aber dann habe ich mich doch für den Semmering entschieden. Vielleicht sehen wir uns. Wohl kaum, Baronin. Ich fahre nach Hainfeld. Nach Hainfeld? Was machen Sie zu Silvester in Hainfeld? Ich treffe dort Freunde. Freunde? In Hainfeld? Eher eine Freundin. Er hat mir es erzählt, es ist eine politische Versammlung. Ja, die Politik ist natürlich wichtiger, das weiß ich. Wir Frauen haben dabei nichts mitzureden. Das ist die Ansicht der Männer, Gräfin. Aber warum finden die Frauen sich damit ab? Wenn die Männer Krieg führen, leiden die Frauen mit. Und wenn Männer keine Arbeit haben, hungern die Frauen auch. Ich darf mich jetzt entschuldigen, wenn Comtesse noch ein paar Minuten Zeit haben. Wiedersehen, Baronin. Abfahrt um 6, ja? Komm uns, Doc. Interessanter junger Mensch, dieser Doktor. Vielleicht ein wenig zu jung, finden Sie nicht, Gräfin? Also, wenn ich eine Tochter in Tonis Alter hätte... Aber ich bitte Sie, Baronin, die Toni ist doch noch ein halbes Kind. Das glauben Mütter immer von ihren Töchtern. Kaltes Buffet in der Anrichte bereitstellen für 5 Personen. Weißwein, Rotwein, Zelterwasser. In die Bibliothek. Ja. Ja. Was ist mit Bosnien? Doch, sind Sie Zwiebel. Kennen Sie es nicht, Herr Bosbischin? Das singt doch der Grieber mit dem Orfeum. Dort unten im Bosnien, da gibt's ein Gaudet, da fressen sie Zwiebel, Knoffel und Kaffee. Doch unsere Truppen, die sind nicht so dumm, die schauen sich so gleich nach was Fleischigem um. Hören Sie auf, von Bosnien kann ich halt nichts mehr hören. Keiner von euch lasst sich oben blicken. Die Herren bedienen sich selbst. Ja. Johann. Ja. Wenn was gebraucht wird, sage ich es euch schon. Jawohl, Herr Postbeschild. Ein Gaudet in Bosnien. Habe ich es euch gesagt? Da ist was im Gange. Und wir erfahren das immer erst, wann unser Drum am Schädel fällt. Thank you.
ist die ganze Sache einfach unheimlich, Bosbischil. Richtig unheimlich. Gehen Sie nicht runter? Oh, ich will gar nicht wissen, was die da unten zu reden haben. Der Meier sagt, wenn man heutzutage Geschäfte machen will, muss man wissen, was in der Politik vorgeht. Baumann und Company haben sich bisher immer aus der Politik herausgehalten. Ich habe es damals sogar abgelehnt, Handelsminister zu werden. Dafür ist es der Bannhans geworden. Ja. Und der hätte fast die Nordbahngesellschaft zugrunde gerichtet. Trinken, Herr Baron, noch was? Warum nicht? Schenken Sie ein Postbüschel. Ja. Heutzutage ist das anders, sagt der Meier. Er hat da was aufgeschrieben im Zusammenhang mit den Fabriken in Bosnien. Blöd ist er nicht, der Meier. Er bildet sich ein, er versteht von allem was, sogar von der Medizin. Die Aktiengesellschaft. Die Aktienmajorität bliebe natürlich in den Händen der Familie. Der Herr Baron wird ein Vorsitzender des Aufsichtsrates und später mal der Herr Graf. Das ist was, was auch ein Diplomat machen kann. Bosbischil, man will uns in Pension schicken. Der Kaiser stammt aus einer anderen Zeit. Er fühlt sich selbst heute noch als deutscher Fürst, trotz König Graetz. Ich selbst bin in Florenz geboren. Mein Bruder war der letzte habsburgische Großherzog von Toskana. Meine Mutter ist Neapolitanerin, die spricht auch heute nur Italienisch. Mir scheint, ich selbst bin mehr Italiener als Deutscher. Die Deutschen sind nur eine Minderheit in der Monarchie. Eine kleine Minderheit. Der Kronprinz glaubt, die Zukunft der Monarchie liegt im Osten, bei den nichtdeutschen Völkern. Ich weiß, das ist für einen Ausländer sehr schwer zu verstehen, aber Sie sind eigentlich gar kein richtiger Ausländer. Nicht wahr, Herr Mendel? Ich bin in Frankfurt geboren, Kaiserliche Hoheit, und lebe seit 40 Jahren in Paris. Ich glaube, die Franzosen wissen sehr gut, dass es einen Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern gibt. Ich bin nur ein Privatmann, Kaiserliche Hoheit. Betrachten Sie mich auch als Privatmann, Herr Mendel? Als Privatmann, Kaiserliche Hoheit, und als Bankier in Paris würde ich einem anderen Privatmann raten, sein Geld in Rüstungsaktien anzulegen. Es wird also Krieg geben, meinen Sie? Es wird in der allernächsten Zeit Wahlen in Frankreich geben und General Boulanger beherrscht schon jetzt den Wahlkampf. Die Pariser laufen ihm nach wie dem Rattenfänger von Hamel. Rache für 1870. Boulanger, der Held von Sedan. Niemand ist gefährlicher als ein geschlagener General, der versucht, seine Niederlage wettzumachen. Wenn Boulanger die Wahl gewinnt, wird es Krieg geben. Ein Krieg, in den Österreich durch sein Bündnis mit Deutschland hineingezogen wird. Ein Krieg, in dem die Monarchie nichts gewinnen kann. Wird Boulanger die Wahl gewinnen, Herr Mendel? Wie es heute in Paris aussieht, Kaiserliche Hoheit, ich glaube, ja. Man müsste also schnell handeln, als Österreicher meine ich, um nicht hineingezogen zu werden.
Ich bin kein Politiker, kaiserliche Hoheit, aber... Aber was, Herr Mendel? Es ist nicht nur Boulanger. Vielleicht bekommt er keine Mehrheit. Aber dann wird früher oder später ein anderer Boulanger auftauchen. Es ist Frankreich, kaiserliche Hoheit, Frankreich selbst. Und Frankreich wird nie vergessen, dass es 1870 Elsass-Lothringen verloren hat. Der Krieg ist also unvermeidbar. Keine französische Regierung wird sich halten können, die ohne die Rückgabe von Elsass-Lothringen ihren Frieden mit Deutschland macht. Nicht in den nächsten 10 Jahren und nicht in den nächsten 50 Jahren, aber das wissen kaiserliche Hoheit wahrscheinlich besser als ich. Darf ich mir eine sehr direkte Frage erlauben? Fragen Sie, Herr Mendel. Warum führen kaiserliche Hoheit dieses Gespräch mit mir? Sie sind in Paris ein sehr bekannter Mann und haben Beziehungen. Es wäre vielleicht sehr gut, wenn Ihre Freunde wüssten, dass es hier in Wien Kräfte gibt, die, nun wollen wir einmal sagen, nicht unbedingt begeisterte Anhänger der Bismarck-Politik sind. Vielleicht werden diese Kräfte schon sehr bald wirksam werden. Auf was wollt ihr eigentlich noch warten? Unter deutschem Druck müssen wir die Armee um 20.000 Mann aufstocken. Ja, es wird mein Schwiegervater sehr freuen. Mehr Soldaten, das bedeutet mehr Uniformstoffe. Aber es wird die Ungarn nicht freuen. Der ungarische Reichstag wird der neuen Wehrvorlage nicht zustimmen. Und wenn wir es mit Gewalt versuchen, dann haben wir einen neuen Aufstand in Budapest. Bürgerkrieg, Franz. Ist dir klar, was das bedeutet? Bürgerkrieg? Ihr seid alles Phantasten. Wir können doch nicht von einem Moment auf den anderen unsere gesamte Weltpolitik über den Haufen schmeißen. Das tut der Kaiser nie. Nie! Vielleicht muss man ihn dazu zwingen. Im Interesse der Monarchie. Zwingen? Ihr, den Kaiser. Der hört euch nicht einmal zu. Und was ist, wenn sich der Kronprinz in aller Öffentlichkeit hinter die Ungarn stellt? Auf die Seite der Nation, deren König einmal sein wird? Also Palastrevolution. Wie beim Grillparzer im Burgtheater. Kronprinz Rudolfs Glück und Ende, was? Wenn schon dein Bruder zwist. Da steckt dieser Salvator dahinter. Der ist Rudolfs böser Geist. Und das ist dann der Bürgerkrieg. Ihr müsst alle wahnsinnig geworden sein. Einen Doppel. Und eine Melange. Ach, trinken Sie auch einen Cognac, den haben Sie sich verdient. Na, kommen schon, ich lade Sie ein. Ich wollte Sie nicht kränken. 2 Melange. Wie die Herrschaften wünschen. 2 Melange? Darf es was dazu sein? Nein, danke. Warum sollte ich gekränkt sein? Hätte ich genug Geld, wäre ich nicht Hauslehrer. Ich bin nun einmal der Sohn eines Schuhmachers aus der Vorstadt. Und ich bin die Tochter eines Leinenwebers, auch aus der Vorstadt. Der heutige Baron Baumann hat mit 12 Jahren am Webstuhl angefangen. Und mein Vater ist mit seiner Werkstatt zugrund gegangen. Jetzt arbeitet er als Stückmeister für eine Schuhfabrik. Die Gründerzeit ist vorbei.
Heutzutage bleiben die Armen arm. Ich möchte Sie was fragen, Doktor. Wie viel bekommen Sie für eine Stunde, die Sie der Toni geben? Das erledigt der Herr Pospischil. Geldsachen erledigt der Herr Pospischil, das Geld verdient der Papa, die Politik besorgt mein Mann. Ich möchte es trotzdem wissen. 2 Gulden. Das ist Herr Nobel. Irgendwie muss ich mir die Sympathien des Herrn Pospischil erworben haben. Guten Tag. Ich darf den Herrn Reichsratsabgeordneten Permersdorfer vorstellen, Gräfin Altenberg. Ich glaube, ich kenne den Herr Papa. Baumann, nicht wahr? Baron Baumann, ja. Wir haben uns früher oft im liberalen Bürgerclub getroffen. Da war er noch Bürger. Ihnen geht's gut, wie ich sehe. Mir schon, aber Ihnen? Na, der linke Arm tut noch ein bisschen weh. Sie haben sich verletzt? Mann hat mich verletzt. Die Folgen der Willkür höchster Herrschaften fürstlichen Geblüts. Leben Sie wohl, Gräfin. Lassen Sie Ihren Vater grüßen. Wir sehen uns ja noch. Ja. Allerhöchsten Orts war man mit einer seiner Reden im Reichsrat nicht ganz einverstanden. Darauf erschienen 2 Unteroffiziere in seiner Wohnung und haben ihn zusammengeschlagen. 2 Melange. Nichts dazu. Bitte sehr. Dieser Herr Pernersdorfer, ist das einer Ihrer Freunde aus Hainfeld? Noch nicht. Aber er ist auf dem besten Weg dazu. Wie kommen Sie auf Hainfeld? Sie haben doch gesagt, dass Sie dort das Jahresende verbringen. Da habe ich mich erkundigt. Bei Ihrem Freund Meier. Da werden Sie was Schönes gehört haben. Nur, dass dort eine Versammlung stattfindet von diesen Sozialdemokraten. Stimmt. Aber ich gehöre zur Fraktion der Gemäßigten. Wenn man Ihnen erzählt, Gräfin, wir sind allesamt Anarchisten. Glauben Sie es mir. Klassenkampf, ja. Aber ohne Bomben. Früher oder später wird man auch in Österreich das allgemeine Wahlrecht einführen. Darauf arbeiten wir hin. Vergessen Sie es. Wer ist denn das? Die Gräfin Altenberg und der Hauslehrer ihrer Tochter. Ich hoffe, die Komtesse wird Freude an den Büchern haben. Sie sollten mir helfen, ein Weihnachtsgeschenk für die Toni auszusuchen. Und jetzt haben Sie mich mit Lesestoff für ein halbes Jahr versorgt. Und mit einer Zigarettendose für den Grafen. Mein Mann raucht gar keine Zigaretten. Mein Gott. Jetzt habe ich Ihnen das ganze Zeug eingeredet, nur weil es mir so gut gefallen hat. Deshalb habe ich die Dose auch gekauft. Das Weihnachtsgeschenk. Für Sie. Für mich? Bitte, Sie Gräfin, das geht doch nicht. Das hat ja 100 Gulden gekostet. Der Postbeschild wird mir es verzeihen. Sie sagen ja, Sie haben seine Sympathien. Ich habe Ihnen sehr viel zu verdanken, Doktor. Die Komtesse hätte die Matura auch ohne mich bestanden. Nicht wegen der Toni, meinetwegen. Sie werden das vielleicht nicht verstehen. Weil Sie mich ernst nehmen. Nein, bitte, das verstehe ich wirklich nicht. Das macht ja nichts. Aber mir tut's gut. Der Papa und der Postbeschil, die haben mich immer so behandelt, wie sie sich eine Baumann vorstellen. Und mein Mann, wie er sich eben eine Gräfin Altenberg vorstellt. Nur wissen Sie, wie ich mir mich vorstelle. Sie müssen mir unbedingt einen Moment in Lognon borgen. Ich habe noch nie eine Frau wie Sie gekannt, Gräfin. Wollen Sie mit mir flirten, Doktor? Ich bin um 10 Jahre älter als Sie, um gute 10 Jahre. Das wäre es nicht, Gräfin. Sondern... dass Sie eine verheiratete Frau sind und noch dazu die Gräfin Altenberg. Das
passt aber gar nicht zu Ihnen, Herr Anarchist. So viel Respekt vor der bürgerlichen Moral und vor einem Titel. Das wär's nicht. Nur Respekt vor der Realität. Ich spiele nicht gern die tragische Rolle. Ferne Schöne und der unglücklich Verliebte. Da geht's uns beiden ganz ähnlich. Ich habe wiederum kein Talent für komische Rollen. Die vernachlässigte Frau, die sich mit einem jungen Liebhaber tröstet. Ich muss mein Haus bestellen, Nathan. Du kennst die Verhältnisse. Ich möchte Ordnung machen, bevor ich Abschied nehme. Sei nicht böse, Eduard. Aber ich glaube nicht, dass der Karl nach Wien zurück will. Nach allem, was damals geschehen ist. Na, gerade deshalb. Das müsste für ihn doch eine Genugtuung sein, dass ich ihn jetzt hole, Baumann und Company zu übernehmen. Na, Stein und Mendel in Paris zu übernehmen, ist auch nicht schlecht. Ich bin zwar nicht der Rothschild, aber wir verwalten einige ganz schöne Familienvermögen. Lauter hohe Herrschaften, mein lieber Nicht-Neureiche. Für die hat es die diversen französischen Revolutionen nie gegeben. Der Bub verkehrt jetzt schon in den ersten Kreisen, obwohl er Moritz heißt, nach dem alten Stein, Gott hab ihn selig. Was hat sich die Rosa eingebildet? Im Französischen klingt das ganz anders. Maurice. Zu Silvester ist auf einem Schloss eingeladen bei den Grafen Castrou. Deine gräfliche Verwandtschaft braucht sich gar nicht so viel einzubilden. Und ich bilde mir vor allem nicht ein, dass mein Herr Schwiegersohn der richtige Nachfolger wäre. Wenn er überhaupt will. Damit würde ich auch nicht rechnen an deiner Stelle. Bei euch wird sich einiges tun in der nächsten Zeit. Ich habe dich bisher absichtlich nicht gefragt, Nathan. Aber wenn du schon selbst damit anfängst, was hat er denn eigentlich gesagt? Der Salvator. Ja, was hat er eigentlich gesagt? Nicht viel. Hauptsächlich wollte er wissen, was man in Paris so denkt über euch hier in Wien. Ja. Ein bisschen was hat er natürlich schon gesagt und da kann man sich einiges zusammenreimen. So? Und was hast du dir denn so zusammengereimt? Naja, dass ich in Wien und in Budapest vor allem einiges tun wird in der nächsten Zeit, weil eben doch nicht alle Leute von Bismarck und seiner Politik begeistert sind. Ich habe so das Gefühl gehabt, der Herr Erzherzog möchte, dass ich das in Paris herumerzähle. Ohne Namensnennung, versteht sich. Versteht sich. Aber was hat das mit meinem Schwiegersohn und mit der Firma zu tun? Schau, das ist so. Ich habe den Eindruck, es könnten sich hier in Wien große Veränderungen ergeben und dabei könnte dein Schwiegersohn eine wichtige Rolle spielen. Wo doch er und der Bernhard zu dem Kreis um den Kronprinzen gehört. Und wenn der Kronprinz eines Tages vielleicht mehr zu sagen hat als jetzt, no, dann wird auch der Franz mehr zu sagen haben. Und ob er dann noch an der Firma interessiert ist, falls sich wirklich Veränderungen ergeben sollen. Aber du hast ja noch Zeit, dir das in Ruhe zu überlegen. Vor den Feiertagen wird wohl nichts mehr passieren. Ich fühle mich gar nicht gut, Bosbischel. Ja, was denn? Herr Baron, werden Sie verkühlt haben? Alle Leute haben die Influenza. Stimmen denn überhaupt diese Ziffern? Die brauchen das Geschäft, sagte Meier, weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Wenn Sie bei diesen Preisen mitziehen, gehen Sie pleite. Also werden Sie versuchen, uns reinzulegen. Ich mag solche Geschäfte nicht, Bosbischel, aber schon gar nicht. Sagen Sie das dem Dr. Meier. Ich werde es ihm ausrichten.
Noch was? Für heute nichts mehr, Herr Baron. Herr Baron? Leo? Ja? Bitte, Eduard. Hm? Glaubst du nicht auch, dass zwischen der Johanna und ihrem Mann irgendwas nicht stimmt? Ich habe das Gefühl, die beiden gehen nur noch aneinander vorbei. Ich weiß nicht, ob man sich da einmischen soll. Also ist es dir auch aufgefallen? Ich bin ja nicht blind. Eduard, nicht einmischen. Nicht einmischen? Ich werde mich einmischen. Verlass dich drauf. Ich denke nicht zuzusehen, wenn meiner Tochter was passiert. Eben, Eduard, eben. Siehst, man braucht uns immer noch. Der Frischauer hätte sich längst melden sollen. Ich verstehe deine Nervosität nicht. Die Annahme der Wehrvorlage im Ungarischen Reichstag ist doch so gut wie sicher. Das müsste ich doch beruhigen. Es beruhigt mich nicht, nach allem, was vorgefallen ist. Der Ungarische Reichstag wird eine Erhöhung der Truppenkontingente beschließen, unter massivstem Druck aus Wien. Die Opposition wird das nicht so einfach hinnehmen. Was passiert dann? Hm? Entschuldige, Johanna, wenn wir dich mit unserer Politik langweilen. Ihr langweilt mich nicht, ich höre euch gar nicht zu. Ja, also, was passiert dann? Gar nichts wird passieren, gar nichts. Vor ein paar Wochen noch hast du von einem neuen ungarischen Aufstand gesprochen, von Bürgerkrieg. Die Situation hat sich inzwischen offensichtlich geändert. Es wird wieder einmal nichts passieren, leider. Es bleibt alles beim Alten, wie immer bei uns. Vielleicht sagst du mir jetzt endlich, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Bernhard, wo hast du mich da hineingezogen? Was soll schon vor sich gegangen sein? Ein paar Leute haben sich offensichtlich Gedanken darüber gemacht, wie man die Erhöhung der Truppenkontingente unter deutschem Druck verhindern kann. Wie man überhaupt von Bismarcks Gewaltpolitik loskommt. Oder findest du es so lustig, wenn die Deutschen uns in den Krieg mit reinziehen? Nein. Dann haben wir nämlich die Russen am Hals. Wir sollen dem Bismarck den Rücken frei halten, damit er sich mit den Franzosen rumschlagen kann. Ja, mir brauchst du die Außenpolitik nicht zu erklären. Herrgott Bernhard, man kann doch das ganze europäische System nicht von heute auf morgen über den Haufen werfen. Ein paar Leute haben das offenbar geglaubt. Ich auch, mein Lieber. Ich auch. Aber die Leute, auf die es angekommen wäre, die haben im letzten Augenblick den Mut vor ihrer eigenen Courage verloren. Ja. Ja, was ist denn? Es ist für die Frau Gräfin. Hausfrauenpflichten, ihr entschuldigt mich. Der Kronprinz ist nach Meierling gefahren, auf die Jagd. Er wartet nicht einmal ab, was in Budapest passiert. Ja, eben. In einer solchen Situation geht man nicht auf die Jagd. Und wir haben nur auf ein einziges Wort von ihm gewartet und er geht auf die Jagd. Wir haben auf den falschen Mann gesetzt, mein Lieber. Mami, was ist denn mit dir? Sie haben ihn eingesperrt, Mami. Eingesperrt? Was steht's denn da herum? Habt's denn gar nichts zu tun? Also wer hat denn wen eingesperrt, Kind? Die Polizei. Den Paul. Den Dr. Ender. Sie haben ihn verhaftet? Weshalb? Ja, das weiß ich ja nicht. Wir hätten uns treffen sollen auf der Universität und er ist nicht gekommen, obwohl wir es fix ausgemacht haben, ganz fest. Ich habe gewartet und gewartet. Und dann bin ich hingefahren. In seine Wohnung? Ja, nach Gumpendorf mit der Dampftramwaye. Wieso weißt du denn, wo er wohnt? Ich war doch schon dort. Die Leute im Haus, die waren alle furchtbar aufgeregt und haben auf die Polizei geschimpft. Was ist passiert? Zwei Polizisten waren da und einer in Zivil.
Zuerst haben sie die ganze Wohnung umgedreht und alles Mögliche eingepackt und weggetragen. Bücher und so, haben die Leute gesagt. Und ihn haben sie mitgenommen. Mami, wir müssen was tun. Komm, wir reden mit dem Papa. Nein, nicht mit dem Papa. Bitte, Mami, nicht mit dem Papa. Der kann ihn ohnehin nicht leiden, der grüßt ihn kaum. Also schön, nicht mit dem Papa. Ich rede mit dem Dr. Meyer, der ist doch sein Freund. Und jetzt nimm dich bitte zusammen und komm. Mami, bitte, Mami, so hilf mir doch. Ich hab ihn doch so lieb. Hallo? 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 Wer? Ich verstehe nicht. Hallo? Also, ich höre kein Wort aus diesem Teufelskasten. Hallo? Ich weiß nicht, höre ich schon nichts mehr? Na ja, nein, ich bitte. Hallo, hier Palli Baumann, wen wünschen Sie? Wer ist dort? Ja, na, hier ist Pospischil. Pospischil, wen wünschen Sie? Das habe ich doch schon gesagt. Hier ist das Palli Baumann. Ja. Ja? Moment, Moment. Natürlich verstehe ich Sie jedes Wort klar und deutlich. Ich bin ja nicht schwerhörig. Moment. Dieser Frischauer, der Redakteur vom Tagblatt, er verlangt den Herrn Grafen. Na, dann holen Sie ihn doch. Hol ich ihn doch. Ein Telefon, das hat uns gerade noch gefehlt. Hallo? Hallo? Herr Graf? Der Graf wird geholt. Geholt, ja. Wenn Sie sich noch etwas gedulden. Was? Ich verstehe nicht. Hallo? Moment, er ist schon da. Ich übergebe. Danke. Ja, Artenberg, sind Sie es, Frischauer? Ja, ja, ich verstehe Sie sehr gut. Ja, Moment, Sekunde. Moment, jetzt geht's, ja? Bitte sprechen Sie. Was? Ja, ja, die Wehrvorlage, ja? 267 zu 141. Das ist ein ganz schöner Watschen. Angenommen. Moment, oder? Was sagen Sie? Ja und? Ja? Ja, Gott sei Dank. Danke Ihnen, Herr Frischauer. Ja, selbstverständlich, Diskretion, wie immer. Gute Nacht, Herr Frischauer. Der ungarische Reichstag hat die Wehrvorlage angenommen. Die Garnison ist in Bereitschaft und die öffentlichen Gebäude sind von den Truppen besetzt. In Budapest herrscht Ruhe. Ja, damit ist die ganze Angelegenheit vorbei. Ja, damit ist alles vorbei. Auftragsgemäß habe ich in der Angelegenheit des Herrn Dr. Ender Nachforschungen angestellt. Wann lassen Sie ihn endlich raus? Die Verhaftung erfolgte wegen unbefugter Verteilung von Druckschriften. Was heißt das? Drücken Sie sich etwas verständlicher aus, bitte, Doktor. Paragraph 23, Pressegesetz. Er hat Zeitungen verteilt. Zeitungen verteilt, der Dr. Ender. Und für sowas wird man bei uns eingesperrt? So eine Gemeinheit. Bitte, sei still. Er hat auf Privatgrund Zeitungen verteilt. Ohne Zustimmung des Grundeigentümers. Ja, wer ist denn dieser Eigentümer? Die Ziegelfabriken auf dem Wienerberg. Und darüber regen die sich auf? Die Zeitung hat einen nicht gerade schmeichelhaften Artikel über die Zustände in der Fabrik abgedruckt. Ich habe ein Exemplar besorgt. Die Gleichheit vom 8. Dezember. Die Gleichheit? Wie das schon klingt. Hast du erwartet, dass er die neue freie Presse austeilt? Hier. Die Verhaftung ist reine Schikane. Bei einer Verurteilung schauen schlimmstenfalls 30 Gulden Geldstrafe heraus. Die zahle ich. Jetzt ist aber genug, Toni. Ja, bitte, misch dich nicht ein. Ja? In einem dieser Schlafsäle, wo 50 Menschen schlafen, liegt in einer Ecke ein Ehepaar. Die Frau hat vor 2 Wochen in demselben Raum in Gegenwart der 50 halbnackten, schmutzigen Männer in diesem stinkenden Dunst entbunden.
und kann sich einer freimachen, so läuft er 1,5 Stunden weit nach Neudorf zum Scharfrichter von Wien, Herrn von Seyfried, der, wie wir hören, täglich 80 Portionen Suppe und Gemüse nebst einigen Brocken Fleisch austeilt. Beim Henker ist mehr Mitleid als bei der Aktiengesellschaft. Na. Und solche Schauermärchen glauben die Leute? Wenn ich mir erlauben darf, weiter zu berichten, Herr Graf. Aufgrund dieser Veröffentlichung hat das Gewerbeinspektorat die Fabrik kontrolliert und die Richtigkeit der Mitteilungen festgestellt. Ja, eine Aktiengesellschaft. Postbeschild. Die 30 Gulden Strafe zahlen wir. Jawohl, Herr Mro. Vielleicht können wir eine Familienkollekte veranstalten für den Herrn. Ich bitte dich, Papa. Es kommt doch nicht darauf an, ob das wahr ist oder nicht, was da in diesem Blättchen steht. Der Hauslehrer der Familie Artenberg sitzt im Gefängnis. Begreift denn niemand, was das bedeutet? Du musst ihn rausholen, Papa. Mit ihrem Freund Ender haben sie uns aber was eingebrockt. Es tut mir leid, wenn ich Unannehmlichkeiten heraufbeschworen habe. Das haben sie. Bei Gott, das haben sie. Was haben sie sich eigentlich gedacht, als sie diesen Menschen in unser Haus gebracht haben? Papa, nun ist er still. Und sowas ist ihr Freund. Ihr Umgang, Doktor, scheint mir sehr bedenklich. Er ist nicht mein Freund, Herr Graf. Er ist ein Studienkollege, dem ich helfen wollte, weil er ein anständiger Mensch ist. Politisch vielleicht ein Wirrkopf, aber ein hochanständiger Mensch. Ich nehme an, wir werden nicht mehr benötigt, Herr Baron. Kommen Sie, Doktor. Das hätte ich nicht sagen dürfen, ich weiß. Jetzt kann ich wohl meine Sachen packen. Jetzt trafen wir zuerst einmal in aller Ruhe. Eine Virginia, bitte. Danke. Nun. In der Bibliothek, Herr Graf. Ja, um Gottes Willen. Was ist denn? Jagdunfall? Es war kein Jagdunfall. Er hat sich umgebracht. Erschossen. Das ist doch nicht möglich. Doch. Aber das ist noch nicht alles. Ja, was denn sonst noch? Ich komme gerade aus der Hofburg. Der Kaiser ist völlig zusammengebrochen. In Meierling wurde noch eine zweite Leiche gefunden. Johann Salvator. Nein, diese Baroness Wetscherer. Eine Liebestragödie? Herein. Was ist denn? Verzeihung, der Herr Graf werden draußen erwartet. Ja, muss das jetzt sein? Ausgerechnet jetzt? Wer ist es denn? Der Schestag, Herr Graf. Ich hätte nicht gestört, aber der Schestag sagte, er hat dem Herrn Grafen eine ganz dringende Mitteilung zu machen. Der Schestag? Liebestragödie. Der Kronprinz erschießt sich nicht wegen irgendeinem Frauenzimmer. Da hätte er sich schon oft erschießen müssen. Der Prinz Coburg und der Josel Heuers haben die zwei gefunden. Im Bett. Es muss um 7 Uhr früh passiert sein. Darf ich rauchen, Johanna? Bitte dich. Gibt's irgendwelche Briefe? Ein Brief an die Kronprinzessin soll da sein. Man erfahrt so gut wie nichts. Der Tafel fuhrwerk drum. Der Ministerpräsident macht sie wieder mal wichtig. Er hat sofort alle Papiere vom Kronprinzen beschlagnahmt. Ich habe befehlt, mich um 19 Uhr bei ihm zu melden.
Ich habe geglaubt, der Herr Graf sollten es wissen. Herr Schester, Sie haben richtig gehandelt. Ich danke Ihnen. Zu niemandem ein Wort darüber. Verstanden? Zu keinem Menschen. Den Herrn Baron informiere ich selbst. Der Herr Graf kann sich auf mich verlassen. Ich habe soeben eine bemerkenswerte Mitteilung erhalten. Dieser Dr. Ender ist über den Besuch von Johann Salvator hier im Hause unterrichtet. Er hat hinter ihm her spioniert. Was kann er da schon spioniert haben? Der Schestag hat ihn gesehen, wie er die Ankunft des Erzherzogs beobachtet hat. Als der Herr sich ertappt sah, hat er die Flucht ergriffen. Spioniert, ertappt, die Flucht ergriffen, übertreibst du nicht ein bisschen? Also die Verhaftung dieses Herrn erscheint mir jetzt in einem ganz anderen Licht. Der Dr. Meyer hat's uns doch gesagt. Man hat ihn wegen dieser idiotischen Zeitung eingesperrt. Das ist doch ganz harmlos. Das war harmlos. Bis heute. Denn jetzt könnte der Herr sich Vorteile für seine eigene Affäre verschaffen, wenn er bei der Polizei zu Protokoll gibt, was er weiß. Was weiß er denn schon? Dass der Erzherzog uns einen Besuch abgestattet hat. Über die Hintertreppe? Ganz heimlich, still und leise, bei Nacht und Nebel? Ja, glaubst du denn, der ist dumm, der Dr. Ender? Das ist sogar dem Schestag aufgefallen. Er beobachtet den Erzherzog, er kommt ins Gefängnis und jetzt das da. Was sagst du? Na ja, ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. In ein paar Stunden werden die Leute wissen, dass es kein Jagdunfall war. Und dann wird die Polizei sehr hellhörig werden. Und in solchen Fällen galoppiert auch der Amtsschimmel ganz besonders schnell. Es würde mich nicht wundern, wenn dir der Graf Tafe schon heute Abend ein paar unangenehme Fragen stellt. Was der Salvator, der erklärte Freund des Kronprinzen, unter so geheimnisvollen Umständen hier zu tun hat. Mit wem er gesprochen hat, worüber er gesprochen hat. Und wieso es überhaupt möglich ist, dass ein Mensch wie dieser Dr. Ender im Hause Artenberg ein- und ausgeht. Im Hause Baumann. Im Hause Baumann. Ja, bei der Familie Artenberg. Wir müssen ihn rauskriegen aus dem Gefängnis. Ganz schnell. Das erste vernünftige Wort. Also eine Intervention unsererseits. Das wäre im Augenblick wohl das Dümmste, was wir tun könnten. Da stoßen wir die Leute ja geradezu mit der Nase drauf. Vielleicht könnte man den Herrn Pernersdorfer einschalten, den Abgeordneten, der kennt ihn gut. In der Hofburg gehen sie in die Luft, wenn sie nur den Namen Pernersdorfer hören. Leider hat er ja meistens recht, der Mann, mit dem, was er sagt. Vielleicht redest du mit ihm, Johanna. Du kennst ihn ja. Ich habe ihn einmal gesehen im Kaffeehaus. Da hat er den Dr. Ender begrüßt. Wieso weißt du davon? Es finden sich immer gewisse Freunde, die für die Verbreitung solcher bekannter Nachrichten Sorge tragen. Oder Freundinnen, die... Toni, würdest du uns jetzt bitte allein lassen? Ja? Nein. Er ist mein Hauslehrer. Toni, geh raus. Ja, Großpapa. Darf ich fragen, was du unter pikant verstehst? Tja, wie würdest du es nennen, wenn sich die Gräfin Artenberg mit dem Hauslehrer ihrer Tochter in einem Kaffeehaus ein Rendezvous gibt? Und warum hast du mich nicht gleich damals darauf angesprochen, wie man es dir erzählt hat? Damals erschien es mir nicht wichtig. Natürlich nicht. Du bist ja nicht eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf diesen Herrn? Ich mache mich doch nicht lächerlich. Wenn über deine Frau böswilliger Tratsch verbreitet wird, dann erscheint es dir unwichtig. Wichtig wird es erst, wenn sich der Ministerpräsident Graf Tafel damit beschäftigt. Dass du nicht weißt, was du deinem Stande schuldig bist, finde ich bedauerlich. Aber auf keinen Fall werde ich zulassen, dass die Familie Artenberg in eine Katastrophe hineinschlittert wegen eines Hauslehrers, an dem meine Frau und meine Tochter offenbar gleichzeitig einen Narren gefressen haben. Komm.
Gibt es irgendetwas, das ich wissen muss? Du meinst, ob ich mir etwas vorzuwerfen habe? Ich meine, ob ich dir helfen kann. Nicht der Gräfin Artenberg, verstehst du? Der ganze Blödsinn interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Johanna Baumann. Nein, Papa, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Auf deine Tochter kannst du dich verlassen. Der Bernhard, der ist also zum Korpskommando nach Galizien versetzt worden. Dass der Franz als Botschafter nach Madrid geht, ist auch nicht gerade eine Beförderung. Ja. Zuerst hat ja alles viel schlimmer ausgesehen. Weißt, die größte Angst hat mein Herr Schwiegersohn vor diesem Dr. Ender gehabt, dass der was verraten könnte, weil er den Salvator hier bei uns gesehen hat und so. Und hat er was verraten? Aber wo? Die Toni, die hat gleich gesagt, sowas tut der nie. Die Toni ist eine Baumann, die hat Gespür für die Leute. Warum bist du denn so nervös? Hm? Und der Franz, der wollte überhaupt den Abschied nehmen. Aber ich habe ihm unmissverständlich klargemacht, dass das Familienunternehmen Baumann und Company nun doch in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Vielleicht ist er ein guter Diplomat, mein Herr Schwiegersohn, aber ein Prinzipal nach meinem Geschmack ist er nicht. Da ist mir der Meier lieber. Der hat Rückgrat, wenn es drauf ankommt. Werdet ihr euch nicht langweilen, du und der Bosbischin? Wir müssen doch auf die Toni aufpassen. Da haben wir genug zu tun. Die gerät nach mir, weißt du. Oh, mit der werde ich noch allerhand mitmachen. Nicht nur an den Dr. Ender denk. Aber ich habe ja auch dich. Einmal in der Woche gehe ich ins Theater, setz mich in die Loge und hör dir zu. Nach der Vorstellung warte ich beim Bühnendürl auf dich und führe dich aus. In Sache. Mich wirst du nur los, wenn du heiratest. Da werde ich dich nie los. Ich glaube nicht, dass ich noch heirate. Moment! Sagen Sie jetzt nicht, Sie... Ich sage gar nichts. Ich bin sprachlos. Aber ich freue mich. Kommen Sie herein. Das Wasser kocht. Ja, der Kaffee. Wollen Sie auch eine Schale? Gern. Sie haben uns viel Kummer gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Der arme Dr. Meier, dass er sowas wie mich eingeschmuggelt hat. Man hat sich Sorgen gemacht um Sie. Die Toni. Nur die Toni? Ja. Kommen Sie. Geradeaus in den Salon. Hier ist mein Schlafgemach. Da mein Arbeitszimmer. Die Bibliothek. Und das ist der Salon. Wollen Sie sich bequem machen? Darf ich Ihnen das abnehmen? Hier wohnen Sie also. Hier schlafe ich, hier esse ich, hier arbeite ich. Etwas beengt, aber ein Paradies. Für eine Person ein Paradies. Die Nebenwohnung ist genauso groß. Dort lebt eine Familie mit 5 Kindern. Und für die beiden Löcher bezahlen sie 20 Gulden im Monat. Zum Leben bleibt den Leuten nicht mehr als ein Gulden im Tag.
Für 7 Personen. Warum sind Sie gekommen? Nicht, um mir eine politische Versammlungsrede anzuhören. Ich möchte Adieu sagen. Adieu? Wir gehen nach Spanien. Mein Mann wird Botschafter in Madrid. Also, adieu für immer. Zumindest für einige Jahre. Spanien wird der Comtesse bestimmt gefallen. Zucker? Danke. Die Toni bleibt in Wien. Mein Vater wird auf Sie aufpassen und der Postbischel. Natürlich. Der Postbischel kümmert sich um alles. Und Sie? Ich? Wenn sie studiert, wird sie einen Hauslehrer brauchen. Und wenn ich sage, aufpassen auf die Toni, dann meine ich das auch so. Sie liebt sie. Die Toni? Mich? Ja, ja, die Toni, sie. Woher wissen Sie das? Eine Mutter merkt sowas. Außerdem hat sie es mir gesagt. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die Comtesse Artenberg verliebt sich in den Hauslehrer? Sie hat sich nicht verliebt. Sie liebt. Umso schlimmer. Einen Menschen wie mich? Einen Proletarier? Ein Ungeheuer, das eben aus dem Gefängnis kommt? Und Sie? Und ich? Die Gräfin Artenberg, ich zwinge Sie nicht, mit uns nach Madrid zu gehen. Ich lasse Sie hier, in Wien, in Gesellschaft dieses Ungeheuers. Das wundert Sie. Ja, das wundert mich. Wir haben alles versucht, das können Sie mir glauben. Aber wissen Sie, Dr. Di Toni, das ist keine richtige Artenberg, das ist eine Baumann. Und gegen einen Baumann-Dickschädel kommt man nicht an. Und Sie, Gräfin, sind Sie denn nicht auch eine Baumann? Ich war mal eine Baumann. Wenn ich noch eine Baumann wäre, wenn, dann würde ich mich auch in den Dr. Ender verlieben. Und kein Mensch auf der Welt könnte mich davon abbringen. Wenn. Aber ich bin eben keine Baumann mehr. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin eine Gräfin Artenberg geworden, leider. Oder vielleicht auch nicht leider. Wahrscheinlich ist es ein Glück. Stellen Sie sich vor, 2 Baumannfrauen in einem Haus, Mutter und Tochter, und beide in den Dr. Ender verliebt. Eine altgriechische Tragödie. Ich wünsche mir, dass die Toni eine Baumann bleibt. Das wollte ich Ihnen sagen. Deshalb bin ich gekommen. Vier Uhr. Sie kommt nicht. Die Uhr muss falsch gehen. Tatsächlich. 3:55. Dass du das zustande gebracht hast, sie hierher zu locken. Es war ihre Idee. Sie will nur mit dir sprechen, hat sie gesagt. Mit dir und mit mir. Sonst mit keinem Menschen. Wenn sie sagt, sie kommt 4, dann kannst du sicher sein, dass sie 1 Minute vor 4 unten aus dem Fiaker steigt. 1 Minute vor 4. Sie ist sehr alt geworden und sehr einsam. Sie fürchtet nichts so sehr, als dass der Ferdinand vor ihr stirbt. Sie will ihr Haus bestimmen.
Thank you.